das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Julia Nihari-Kazen. Die Tagesthemen an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, von mir einen schönen guten Abend. Und wir starten heute, indem wir zuerst ins rheinische Braunkohlerevier schauen. Dort hat die Kohle schon viele Spuren hinterlassen. Einerseits durch die Tagebaugruben von gigantischem Ausmaß, andererseits durch den Protest dagegen. Und dieser Protest hatte schon viele Namen. Garzweiler 2, Hambacher Forst oder jetzt Lützerath. Seit heute Morgen wird der kleine Ort geräumt, damit sich die Kohlebagger weiter durch den Boden schaufeln können. Die früheren Bewohner haben den Ort schon vor längerer Zeit verlassen. Stattdessen zogen ein paar hundert Klimaaktivisten ein, um gegen den Kohleabbau zu protestieren. Bis heute früh die Polizei kam. David Sayons. Einen nach der anderen holt die Polizei aus Lützerath heraus. Besonders schwer machen es den Einsatzkräften diejenigen, die auf Holzkonstruktionen klettern oder auf Bäume. Diese junge Frau hat insgesamt etwa 7 Stunden in der Höhe verbracht, erzählt sie. Pfütze nennt sie sich. Ihren echten Namen will sie nicht verraten. Einerseits war das jetzt sehr lange und ich bin froh, wenn ich was zu essen bekomme und ein bisschen Wärme und ich aufs Klo kann. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass damit ein Stück des Dorfs schneller fällt, jedes Mal, wenn wir geräumt werden. Und ich glaube, es ist viel Hoffnungslosigkeit, wenn man sieht, wenn wir tagelang an Barrikaden bauen, tagelang, wochenlang, ja, also ein ganzes Jahr in einem Baumhaus und das innerhalb von einem Tag abgerissen wird. Die Niederlage für die Aktivisten ist ein Erfolg für die Polizei. Die kommt bei der Räumung besser voran, als viele vorher gedacht hatten. Schon wenige Stunden nach Beginn des Einsatzes steht sie mitten im Dorf. Am Morgen kommt es zu gefährlichen Angriffen auf die Einsatzkräfte. Steine fliegen, die Polizei spricht von Molotow-Cocktails. Das aber sei die Ausnahme gewesen. Überwiegend ist es friedlich verlaufen über den Tagesverlauf. Darüber bin ich froh. Und was mich besonders befriedigt, dass über 200 Besetzerinnen und Besetzer das Angebot genutzt haben, hier freiwillig und ohne polizeiliche Maßnahmen den Einsatzraum zu verlassen. Viele Aktivisten sind aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, teilweise aus anderen Ländern. Einige sind aber auch eng mit der Region verbunden, so wie Petra Schumann. Sie verschanzt sich in einem alten Bauernhaus, in ihren Händen ein Bild des Landwirts, dem der Hof bis zur Übernahme durch RWE gehört hat. Ich habe auch vorher in Immerath gewohnt, das ist das Dorf da vorne gewesen, da komme ich her eigentlich. Und da habe ich schon zugeschaut, eine Woche lang, wie mein Elternhaus abgerissen worden ist. Und das ist sehr schrecklich. Man zieht den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Mit diesem Zaun schwindet die Hoffnung der Aktivisten weiter. Der Polizei und RWE-Mitarbeitern ist es gelungen, Lützerath einzuzäunen. Und auch nach Einbruch der Dunkelheit macht die Polizei weiter. Sie holt Aktivisten aus ihren selbstgebauten Verstecken. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr professionell, wir kommen gut voran. Aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass diejenigen, die hier Widerstand leisten, das überwiegend passiv tun und insofern es zu keinen massiven Straftaten kommt. Diejenigen, die noch hier ausharren, scheinen vom Polizeieinsatz durchaus beeindruckt. Und sie geben sich offenbar ihrem Schicksal hin. Und da die 24/7 arbeiten, denken wir schon damit, dass wir innerhalb die nächsten paar Stunden bis Tage geräumt werden hier. Am Samstag will die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg das Dorf besuchen. Sie hat Lützerath offenbar noch nicht aufgegeben. Und wir fragen nach bei Rupert Wiederwald in Lützerath. Jetzt am Abend, wie ist da die Lage? Nun, die Räumung geht weiter hier voran. Immer wieder werden neue Polizeikräfte hier auf das Gelände des kleinen Örtchens Lützerath mit seinen gerade mal 7 Gebäuden gebracht. Zwar hat man aufgehört, hier mit großem und schwerem Gerät zu arbeiten. Das hat auch etwas mit dem sehr windigen Wetter zu tun und den immer wieder neu einsetzenden Regenfällen. Das wäre einfach zu gefährlich, jetzt hier noch weiter in irgendwelchen Pfahl- und Seilkonstruktionen oder auf den Dächern herumzuklettern. Es zwingt aber die wenigen verbliebenen Besetzerinnen und Besetzer, in eben diesen Konstruktionen zu bleiben. Denn der Moment, wo sie
sich wieder nach unten begeben würden. Dort würde die Polizei sie dann in den Empfang nehmen. Also diese Räumung geht jetzt erstmal weiter voran und die Polizei kann für sich, so wie wir es eben ja auch im Film schon gesehen haben, durchaus bilanzieren, dass das ein sehr erfolgreicher Auftakt dieser Räumung war. Sie hat nämlich all die Dinge erreicht, die sie erreichen wollte. Der Ort wurde umstellt und die Räumung hat begonnen und es blieb weitgehend friedlich. Für die Besetzerinnen und Besetzer kann man nicht sagen, dass das hier besonders erfolgreich war. Wahrscheinlich kann es schon in den nächsten Tagen soweit sein, dass der Ort vollkommen geräumt ist. Rupert Wiederwald, vielen Dank für die Information. Lützerath wird geräumt. Zum Klimaprotest und zum Streit um den Kohlestrom. Die Meinung von Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Klimaziele auf der einen und ausschließlich die Interessen des Konzerns auf der anderen Seite? Na, für wen ist man da wohl? Aber so schwarz-weiß ist es nun mal nicht. Es waren immerhin die Grünen selbst, die dem Kompromiss mit RWE geschlossen haben, dass Lützerath abgebaggert werden soll. Ist eigentlich auch ein ganz guter Kompromiss. Früherer Kohleausstieg, 5 Dörfer bleiben erhalten, juristisch einwandfrei umgesetzt. Zu behaupten, es ging hier nur um Konzerninteressen, ist mir zu flach. Und nein, auch das sogenannte Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts steht dem nicht entgegen. Doch statt zu der Entscheidung zu stehen, sieht man Parteianhänger mit geballter Faust. Ich bin kein Braunkohle-Fan, nicht falsch verstehen. Aber die Pariser Klimaziele fallen sicherlich nicht mit bzw. ohne Lützerath. Es ist ein Symbol, ein starkes, zugegeben, mehr aber auch nicht. Worum es zu gehen scheint, ist das Prinzip. Genauso wie wohl bei dem sehr energischen Nein der Grünen, wenn es um die Frage der Laufzeitverlängerung der übrigen AKW geht. Prinzipien zu haben ist gut, sie aber nicht in Frage zu stellen, schlecht. Steigende Energiekosten machen Angst. Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Energielücke muss irgendwie geschlossen werden. Ja, das sind alles ganz schön dicke Kröten, die die Partei gerade schlucken muss und auch schluckt. Es ist unmöglich, immer und ausschließlich auf der vermeintlich moralisch guten Seite zu stehen. Eine Partei, die das versucht, büßt zumindest eines ein: Glaubwürdigkeit. Die Meinung von Iris Seiram. Fast jeden Tag sehen wir, wie sehr die Zivilbevölkerung in der Ukraine unter dem russischen Angriffskrieg leidet, etwa in den Städten, die immer wieder aus der Luft angegriffen werden. Viel seltener erreichen uns Berichte von der Front. Besonders heftig sind die Kämpfe in der Ostukraine, von wo es heute widersprüchliche Meldungen gab. Die russische Söldnergruppe Wagner erklärte, dass der strategisch wichtige Ort Soledar vollständig eingenommen sei. Der ukrainische Präsident Selenskyj aber bestreitet das. Soledar liegt in der Ostukraine, nur wenige Kilometer von der Stadt Bachmut entfernt. Um beide Städte wird seit Monaten erbittert gekämpft. Über die Lage dort Birgit Viernig. Seit 5 Monaten versuchen die russischen Truppen, Bachmut im Osten der Ukraine zu erobern. Unter dem permanenten Beschuss wird die Stadt zunehmend in Trümmer gelegt. Das Stromnetz ist zerstört. Mittlerweile ist es -11 Grad. In einem alten Boxclub wärmen sich die Menschen auf. Bachmut ist längst zu einem weiteren Symbol für den Widerstand der Ukrainer geworden. Bachmut liebt die Ukraine, haben sie an die Wand gespräht. Einer, der nicht fliehen will, Sergej. Es ist unsere Aufgabe zu überleben, Tag und Nacht, so sehe ich das. Und es ist schon etwas Besonderes, wenn wir uns tagsüber etwas kochen können. Früher war die Stadt bekannt für ihre Sektkellerei. Hier Bilder aus dem Jahr 2015. Millionen Flaschen Schaumwein, die in 70 Metern Tiefe in Gipshöhlen gelagert wurden. Höhlen, die heute für das Militär interessant sind, von denen man allerdings nicht weiß, in welchem Zustand sie jetzt sind. Auch seit Tagen unter Beschuss der Nachbarort Soledar, was so viel heißt wie Salzmine. Diese Bilder sollen zeigen, wie Kämpfer der Söldnertruppe Wagner die Stadt einnehmen. Kiew bestreitet das. Die Kämpfe dauerten an, erklärt der ukrainische Präsident. Jetzt versuchen dieser terroristische Staat und seine Propagandisten vorzugeben, dass sie einige Teile der völlig zerstörten Stadt Soledar erobert haben. Damit wollen sie die Gesellschaft in Russland zu einer weiteren Mobilisierung motivieren. Immer wieder hat der Chef der Söldnertruppe Wagner, der russische Oligarch und Putin-Vertraute Jewgeni Prigozhin, in den letzten Tagen erklärt, die Kleinstadt mit seinen Kämpfern erobert zu haben. Die für ihre Brutalität berüchtigte Söldnergruppe hat Videos und Fotos gepostet, angeblich aufgenommen in einer Salzmine von Soledar. Der ukrainische Militärexperte ist skeptisch.
Die Geschichte von Soledar und Bachmut handelt eigentlich von den ehrgeizigen Zielen des Oligarchen Prigozhin. Er will Putin zeigen, dass seine Söldner effektiver und erfolgreicher sind als die russische Armee. Die Lage in Soledar und Bachmut bleibt unklar. Wie wichtig ein militärischer Erfolg ist, ist umstritten. Falls die beiden Orte fallen sollten, könnten die beiden Industriestädte Kramatorsk und Slowjansk nächste Ziele werden. Denn nach wie vor ist die Eroberung des Donbass das erklärte Kriegsziel der Russen. Und meine Kollegin Isabel Chayani war heute den ganzen Tag über in Kramatorsk. Das ist 40 Kilometer Luftlinie von der Front entfernt. Isabel, was habt ihr heute in Kramatorsk erlebt? Wir haben die ganze Zeit bei gutem Wetter sehr viel Artillerie gehört. Eigentlich die ganze Zeit hört man das im Hintergrund. Man hört, wie die ausgehende Artillerie der Ukrainer die andere Seite beschießt. Wir haben Alarm erlebt die ganze Zeit. Und wir haben gemerkt, dass dieses Thema die Menschen dort vor Ort sehr beschäftigt. Die fragen sich natürlich, was, wenn dieser Ort nun fällt, was bedeutet das für uns? Sind wir dann hier noch sicher, weil sie sich schon jetzt sehr, sehr unsicher fühlen und schon jetzt Kramatorsk fast jede Nacht angegriffen wird. Wir haben gesehen, dass sehr viele alte Menschen da waren und auf der Straße. Wir haben ungefähr auch hier jetzt so minus 10 Grad, haben wir sehr, sehr viele verfrorene Soldaten gesehen und Panzer, die in Richtung Front transportiert wurden. Und was bedeutet das für die Menschen dort? Gibt es viele, die die Region jetzt verlassen? Wir haben das auch gedacht und ich habe das gefragt und eine ältere Dame, die mal Kellnerin war und jetzt nicht viel Geld hat, hat zu mir gesagt, ich würde ja gerne gehen, aber ich habe überhaupt nicht das Geld dafür, überhaupt diesen Ort verlassen zu können. Und dann haben sie uns erzählt, und das hat mich natürlich besonders erstaunt, dass im Gegenteil Menschen wieder zurückkommen, zurück sozusagen in Frontnähe, weil sie Sehnsucht nach ihrem Zuhause haben und weil sie dieses Herumirren leid sind und weil sie gerne wieder dahin möchten, wo sie sich heimisch fühlen. Das ist das, was wir da in Kramatorsk erlebt haben. Isabel Chayani, vielen Dank für die Eindrücke. Gerne. Es klang damals wohl ziemlich verheißungsvoll für viele Menschen in Großbritannien. Statt zig Millionen nach Brüssel zu überweisen, könnte das Geld doch besser in den nationalen Gesundheitsservice NHS fließen. Das war eines von vielen populistischen Versprechen, mit denen das Brexit-Lager für den Austritt aus der EU geworben hat und womit es schließlich auch die Abstimmung gewinnen konnte. Aber dem chronisch unterfinanzierten Gesundheitssystem konnte so nicht geholfen werden. Im Gegenteil, um das steht es nun schlimmer denn je. Annette Dittert über den englischen Patienten. Es ist die schwerste Krise in der Geschichte des britischen Gesundheitssystems. Überall die gleichen Bilder. Überfüllte Notaufnahmen, Patienten, die auf den Fluren behandelt werden oder mangels Personal gar nicht erst aus den Rettungswagen geholt werden können, die stundenlang vor den Krankenhäusern Schlange stehen. Wer Glück hat, wird im Wagen behandelt. Glenn ist Sanitäter seit 36 Jahren, einer von denen, die heute streiken, weil es so nicht weitergehen könne. Jedes Mal habe ich jetzt Angst, dass mir meine Leute hier im Wagen sterben. Ob sie mir jemand rechtzeitig abnimmt. Jedes Mal und immer mehr sterben. Wir sind hier im Leichenwagen jetzt. Das sind wir. Er bringt uns zu einem der Krankenhäuser, die er häufig anfährt. In jedem einzelnen dieser Wagen sind Patienten drin. Die parken da nicht. Das ist herzzerreißend, wenn sie dir da drin einfach sterben und du weißt, du hättest sie retten können. Wie gehst du damit um? Mit dieser Wut, den Schuldgefühlen? Viele Sanitäter haben bereits gekündigt, wodurch sich die Lage weiter zuspitzt. Was Glenn und seine Kollegen besonders ärgert, die Regierung weigere sich bislang mit ihnen ernsthaft zu verhandeln und will sogar per Gesetz ihr Streikrecht einschränken. Die Art und Weise, wie die Regierung uns belügt und nicht respektiert, ich kann kaum beschreiben, wie wütend wir sind.
Sie wollen verhandeln. Aber Premier Rishi Sunak erklärt auch heute wieder, die Staatskassen seien leer und kritisiert stattdessen die Streikenden. Was wirklich erschreckend ist, ist, dass Menschen heute nicht wissen werden, ob sie eine Antwort bekommen, wenn sie die Notfallnummer wählen. Ein Ablenkungsmanöver, sagen uns verzweifelte Ärzte. Rishi Sunak habe ganz offensichtlich keinen Plan für eine Strukturreform. Hier geht es einzig darum, schnelle Punkte zu machen, mit dem Blick auf die nächste Wahl. Eine Strukturreform aber braucht einen langen Atem. Nach 3 Premierministern in einem Jahr kann man aber offenbar keine langfristige Vorplanung erwarten. Alleingelassen, verraten fühlen sie sich. Die Streiks werden weitergehen, sagt uns Glenn, bis die Regierung am Ende doch irgendwann einlenken müsse. Bis dahin aber dürften noch viele Briten um ihr Leben fürchten, wenn sie dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sind. In unserem heutigen Beitrag geht es um die neue Technologie ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren. Das sind nicht meine Worte, sondern eben die einer künstlichen Intelligenz. Es klingt vielleicht noch ein bisschen trocken und unpersönlich, aber diese neue Sprach-KI kann mittlerweile ganze Bücher, Hausarbeiten oder eben Moderationen für Fernsehsendungen schreiben. Ob wir unser Gehirn in Zukunft ganz abschalten können und die Technik übernehmen lassen, erklärt Christian Stichler. Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an. Alois Krittel, Leiter des Hamburger Zentrums für KI, also künstliche Intelligenz, zeigt, wie es geht. Schreibe eine Neujahrsansprache über das Thema KI, die auch für Anfänger verständlich ist. Hier ist es so, dass man tatsächlich nicht nur mit Stichpunkten arbeiten kann, sondern ganz normale Sprache verwendet. Also so, als würde man wirklich mit einem Redenschreiber quasi gegenüber sitzen und würde ihm ein Briefing geben. Gefüttert mit Millionen von Texten kann man der Anwendung schon nach wenigen Sekunden beim Arbeiten zuschauen. KI ist ein breites Gebiet, das sich mit der Entwicklung von Computersystemen beschäftigt, die Aufgaben erledigen können, die sonst nur vom menschlichen Denken erledigt werden können. Jede neue Eingabe ergänzt oder verändert den Text. Schreibe die Rede etwas humorvoller. Im Dialog zwischen Mensch und Maschine entsteht so ein völlig neuer Text. Copy-Paste wäre, wenn ich einfach nur Sequenzen aneinanderreihe und sozusagen daraus Neues mache. Aber dieses System schafft wirklich durch diese generativen KI-Modelle neuartige Texte. Bisher wurde ChatGPT nur mit Daten bis 2021 gefüttert. Den Krieg in der Ukraine kennt die KI noch nicht. Hinter der Software steckt die menschliche Intelligenz von Sam Altman. Der 36-Jährige gründete 2015 gemeinsam mit Tesla-Chef Elon Musk die Plattform OpenAI. Zu Beginn ein nicht kommerzielles Forschungsprojekt. Inzwischen haben Tech-Giganten wie Microsoft Milliarden investiert. Viele sprechen bereits von einer Innovation, ähnlich bahnbrechend wie die Einführung des Smartphones. Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik, beschäftigt sich schon seit Jahren mit künstlicher Intelligenz. Was ChatGPT leistet, hat auch sie überrascht. Ich habe die Taste gedrückt und ja, mir ist es dann so gegangen, wie so vielen anderen auch. Man ist gleichermaßen fasziniert und erschrocken über das, was man dort erlebt. Ihre Studierenden an der Fachhochschule Kiel lässt Doris Wessels schon jetzt mit der KI arbeiten, auch wenn das System derzeit seine Quellen noch nicht offenlegt. Selbst Programmiersprachen beherrscht ChatGPT. Jan Gierlich vom Chaos Computer Club ist überzeugt, die Sprach-KI wird die Arbeitswelt verändern. Ich denke, es werden alle möglichen Berufsgruppen betroffen sein, die etwas mit Texten zu tun haben. Ich denke da an die Kreativindustrie, Autorinnen, Songwriterinnen, Journalistinnen, aber auch die Werbeindustrie, die irgendwelche Werbetexte produzieren müssen. Und das kann gute Auswirkungen haben, wie zum Beispiel neuere, schnellere, bessere Texte. Aber es kann natürlich auch zu Rationalisierung führen und Jobverlust. Für seine Rede hat die KI Alois Krittel sogar eine Schlusspointe geliefert. Möge der Mensch die Maschine auch in Zukunft beherrschen und nicht umgekehrt. Dabei ist alles nur eine Testversion. Das nächste Update ist schon in Arbeit.
Und im Beitrag haben wir sie schon gesehen. Doris Wessels ist Professorin für Wirtschaftsinformatik in Kiel und forscht schon lange zu künstlicher Intelligenz. Guten Abend, Frau Wessels. Guten Abend, Frau Abud. Ja, wir haben es gerade gehört, ChatGPT könnte also in naher Zukunft vielen Menschen, und da zähle ich mich dazu, den schreibenden Job strittig machen. Aber wenn Unsinn im Internet steht, dann reproduziert das doch auch dieser Chat, oder? Da sprechen Sie einen wunden Punkt an, tatsächlich, dass ein solches System wie ChatGPT wird ja trainiert, ist ein sogenanntes Deep Learning System und ist trainiert worden mit dem, was sozusagen im Internet da war und noch vielen anderen Artikeln, und hält uns in gewisser Weise auch hinterher den Spiegel wieder vor. Das heißt, wenn dort viel Material drinsteckt, was wir als minderwertig erachten, was vielleicht sogar rassistisch gefärbt ist, diffamierender Natur ist, dann spiegelt es uns das in gewisser Weise auch wieder zurück. Das ist so, ja. Aber ich habe auch gelesen, dass der Bot generell Sprachmodelle auch zu Halluzinieren neigen. Also ja. Er erfindet auch Dinge. Ist das nicht extrem gefährlich? Das ist es auch, und das ist eben auch eine Zielsetzung auch meiner Aktivitäten. Ich habe hier in Kiel am 1. September letzten Jahres mit vielen Mitstreitern bundesweit ein Kompetenzzentrum gegründet zum Thema Schreiben, Lehren und Lernen mit KI, weil wir Aufklärungsarbeit leisten müssen. Wir müssen den Lehrenden und Lernenden klar machen, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Technologie, wo sind auch die Limitationen, also wo wirken auch oder winken auch neben den Chancen zweifelsohne und den Potenzialen eben auch Risiken. Und das ist eine große Aufgabe, aufzuklären und zu erläutern, dass ein solches System eigentlich Wortsilben würfelt in einer sehr eleganten Art und Weise, und am Ende entsteht ein Textoutput, und dieser Textoutput, der kann eben inhaltlicher Blödsinn sein, er kann aber auch sehr klug wirken. Sie haben die Grenzen schon erwähnt, in einigen öffentlichen Schulen in den USA zum Beispiel ist ChatGPT bereits verboten. Ist das der richtige Weg? Also ich halte diese Entwicklung, und da bin ich, glaube ich, einer Meinung mit vielen Bildungsexperten und Expertinnen, halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung, diese Verbotskultur, die sich jetzt möglicherweise breit macht. Aus meiner Sicht müssen wir genau die andere Strategie wählen, und die praktiziere ich auch. Das heißt, proaktiv diese Technologie in den Unterricht, in die Lehre auch mit integrieren. Das sind natürlich dann etwas veränderte Rahmenbedingungen, aber wir müssen uns sozusagen anpassen an das, was da ist, und dürfen nicht in die analoge Zeit zurückfallen. Auch solche Forderungen gibt es ja derzeit. Das habe ich heute gelesen, dass australische Universitäten zu Pen und Paper zurückgehen möchten. Das heißt zu Papier und einem Stift, und dann wird damit geschrieben. Und das würde eben einen Rückschritt bedeuten, zurück in die analoge Zeit. Und ich denke, wir im Bildungsbereich haben ja nun auch einen Bildungsanspruch. Das heißt, wir müssen eher Vorreiter sein, als dass wir zurückfallen in eine solche frühe Ära. Also Sie wollen also einen offeneren Umgang mit dieser Technologie. Aber was ist dann noch die Leistung der Studierenden? Ich glaube, dass es wird ja auch sehr intensiv diskutiert, ob so etwas wie Aufsätze, Hausarbeiten damit dann auch obsolet sind. Das glaube ich nicht. Es hängt maßgeblich von der Aufgabenstellung ab. Und wir müssen an manchen Stellen, glaube ich, über die Aufgabenstellung auch nachdenken. Und diese Diskussion, die wir dazu führen, die finde ich wiederum für unser Bildungswesen auch in Deutschland sehr, sehr förderlich. Also wir sind sehr viel selbstreflektierter unterwegs. Im Moment erleben wir so eine kleine Erschütterung durch diese Technologie, die manches in Frage stellt. Und diese Diskussion, die das Ganze auslöst, glaube ich, fordert uns auf der einen Seite sehr, auch durch die Anpassungen, die notwendig erscheinen, aber sie fördert uns auch in unserer Entwicklung. Und was sind aus Ihrer Sicht die großen Gefahren dieser Technologie für uns als Gesellschaft, aber auch für die Demokratie? Die Gefahren sind aus meiner Sicht zweierlei Natur. Die erste Gefahr ist, dass diejenigen, die diese Technologie anwenden, sie nicht verstehen und sozusagen irrtümlicherweise zu Fehlinterpretationen neigen. Und das merken wir so im wissenschaftlichen Bereich, wenn da Texte generiert werden und man nimmt das für bare Münze. Man muss sich bewusst machen, das sind fiktionale Texte, die in der derzeitigen Version mit ChatGPT generiert werden. Das heißt, das sind nicht wahre. Da kann Wahres drin sein, aber man muss es eben gewissenhaft prüfen. Und die andere Gefahr entsteht dadurch, dass ich tatsächlich damit natürlich auch Fake-Nachrichten produzieren kann, die ich
im digitalen Zeitalter auch sehr weit und sehr schnell mit großer Reichweite kommunizieren kann und damit natürlich auch manipulieren kann. Und das ist natürlich für eine Demokratie durchaus eine Gefahr. ChatGPT, entweder ein Werkzeug oder eine Waffe, sagt Doris Wessels. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Frau Abud. Und das Gespräch habe ich am Abend geführt und kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Julia. Ja, die beginnen mit neuen Zahlen zu Asylsuchenden in Deutschland. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums stellten 2022 etwa 244.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland. 2021 waren es mit knapp 191.000 deutlich weniger. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus Syrien und Afghanistan. Dritthäufigstes Herkunftsland war die Türkei. Nicht eingerechnet sind die mehr als 1 Million Geflüchteten aus der Ukraine, die keinen Asylantrag stellen müssen. Die Folgen der menschengemachten Klimakrise stellen nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums die größte Bedrohung für die globale Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren dar. In einer Umfrage unter 1200 Risikoexperten, Politikern und Managern weltweit heißt es, die bislang ergriffenen Schritte seien unzureichend. Die aktuell hohe Zahl weiterer Krisen, wie etwa die hohe Inflation und der Krieg gegen die Ukraine, dürfe weitere Maßnahmen nicht verhindern. Nach den Strompreisen sinken nun auch die Großhandelspreise für Erdgas und das auf Vorkriegsniveau. Woran das liegt und ob die Preissenkungen bald auch bei den Verbrauchern ankommen, dazu Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Deutschland hat im Rekordtempo Rekordmengen an Flüssiggas, LNG, bestellt und Langfristverträge geschlossen, die den Nachschub auch künftig sichern sollen. Die erfolgreiche Gasersatzbeschaffung führt zu niedrigeren Preisen. Der Gaspreis, der mit Kriegsbeginn auf über 300 Euro katapultiert wurde, ist seither wieder um 80% gefallen auf aktuell 66 Euro. Im Großhandel ist Gas billiger als vor dem Krieg. Laut Bundesnetzagentur dürfte dieses niedrigere Preisniveau die nächsten 1 bis 2 Jahre erhalten bleiben. Aktuell zahlen Gaskunden jedoch nach wie vor circa doppelt so viel wie der aktuelle Marktpreis, da viele Versorger Verträge zum höheren Preis abgeschlossen haben. Doch nicht alle. Gastarife zu vergleichen lohnt daher. Das Warten auf Preissenkungen hat begonnen. Das Model Tatjana Partitz ist tot. Wie ihre Agentur mitteilte, starb sie im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien. Partitz wurde in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Neben Naomi Campbell, Cindy Crawford und anderen gehörte sie zu den sogenannten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Diese Mauer trennt Welten. Aber für manche ist die kleine Welt drinnen viel geordneter als die große Welt draußen. Denn viele Jugendliche, die kriminell geworden sind und hier ihre Strafe absitzen müssen, haben selbst Ausgrenzung, Gewalt oder Leid erlebt, bevor sie anderen Leid angetan haben. Deshalb müssen sie erstmal lernen, wie ein normales Leben aussehen kann. Mittendrin in der Jugendanstalt Schleswig hat Christiane von Possel erfahren, wie junge Menschen auf so ein normales Leben außerhalb dieser Mauern vorbereitet werden. Der letzte Blick von außen. Hier endet erst einmal die Freiheit für die Jugendlichen, die ihre Strafe hier antreten müssen. Persönliche Dinge, Handy, Geld, alles geben sie ab. Alle bekommen die gleiche Anstaltskleidung. Wenn einer mit, sag ich mal, Nike Air Jordan Turnschuhen ankommt hier, die Behälter, das dauert 3 Tage, sind die weg. Das heißt also, irgendein anderer Gefangener hat sie abgezogen. Und um das zu vermeiden, ich bin der Bessere, ich habe mehr Markenklamotten, werden alle Jungs gleich eingekleidet. Hier in der Jugendanstalt Schleswig sitzen vor allem Sexual- und Gewaltstraftäter. Ziel ist es nicht, sie einfach wegzusperren. Ziel ist es, sie auf die Zeit nach der Haft vorzubereiten. Ich habe gelernt, meine Aggression zu regulieren, nicht immer gleich auszurasten, nicht gleich an die Decke zu gehen. Ich habe auch gelernt, mal zu warten, dass das auch nicht schlimm ist, wenn man einfach mal wartet. Oder auch die Emotionen einfach zuzulassen, wie Wut oder wenn man allgemein verärgert ist, dass man nicht gleich ausrastet, sondern einfach mal innehält,
einmal ganz tief durchatmen und ruhig bleiben. Früher hätte ich nicht so eine ordentlich richtige Unterhaltung führen können vielleicht. Also ich konnte nicht richtig kommunizieren einfach. Jetzt weiß ich, wie man richtig kommuniziert, wie man ein ordentliches Gespräch aufbaut. Und das konnte ich vorher nicht. Die meisten haben selbst Gewalt und Vernachlässigung in ihrem Elternhaus erlebt. Erstaunlich, wie viele Kinder im Keller groß werden, weil sie dort ihr Zimmer haben. Und zwar nicht als Souterrain, sondern hinter einem Verschlag und ohne Fenster. Das sind Sachen, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, die es aber leider gibt. Und ich ziehe noch mal eine Statistik auch zu Rate. Jede Woche sterben in Deutschland etwa 3 Kinder an Vernachlässigung oder an Misshandlung. Wir haben hier oft die Überlebenden. Die Einzeltherapie ist deshalb wichtig, vor allem die Konfliktvermeidung. Er ist wegen Totschlags hier, um seine Gefühle wahrzunehmen, führt der 21-Jährige ein Anspannungstagebuch. Ich trage ja jeden Tag dieses Tagebuch ein. Und sonst sind das ja immer so, ist bei 1 so dieser genau, Standardwert. Genau, sieht man hier auch, ne? Sind sie eigentlich immer relativ ausgeglichen, aber genau, und dann war in der Schule was los. Ja genau, dann überprüfe ich halt, okay, wäre das jetzt schon 20%, dann denke ich so, nee, das wäre noch ein bisschen doller, gucke ich so 30, vielleicht doch 40. Woran haben Sie es denn gemerkt, dass es in dem Fall die 40% waren und nicht nur 30 oder vielleicht sogar schon 50? Da kocht das so innerlich ein bisschen einfach hoch. Ich werde hippliger und sowas, weil ich halt irgendwie dann gerade nicht da bin, sondern ich bin irgendwie dann in meinem eigenen Film so. Viele hier müssen erst lernen, einen geregelten Tagesablauf hinzubekommen. Von morgens bis nachmittags werden sie zum Beispiel in der Holz-, Metall- oder Maurerwerkstatt auf ihre künftige Ausbildung vorbereitet. Dieser 19-Jährige ist unter anderem wegen Drogenkonsum, Fahren ohne Fahrerlaubnis und zweifachen Einbruchs hier. 1 Jahr und 1 Monat hat er von seinen 2 Jahren schon abgesessen. Dadurch, dass ich auch Drogen genommen habe, ist der Tagesablauf nicht immer gut verlaufen, wodurch ich auch dann am Ende meine Ausbildung verloren habe, kurz bevor ich reingekommen bin. Aber so an sich fällt mir das nicht schwer und das ist gut auch. Meinst du, das könnte dir nochmal passieren? Dass ich wieder Drogen nehme und in mein altes Verhaltensmuster zurückrutsche? Nein, dafür ist mir die Freiheit zu wichtig. Struktur behalten, die Wut auf die Vergangenheit loslassen und nicht wieder in die alten Muster rutschen. Nicht alle werden diese Chance nutzen. Kommen wir zum Wetter und wir fragen nach bei Carsten, ob es in dieser Woche bei diesem ollen Regenwetter bleibt. Es geht sogar ziemlich oll weiter mit viel Regen, mit milden Luftmassen und auch noch mit Wind. Aber Regen ist ein Stichwort, weshalb wir ganz zum Anfang erstmal Richtung Kalifornien schauen. Denn dort gab es in den letzten Tagen verheerende Regenmengen, deutlich mehr als bei uns. 6 Tiefdruckgebiete zogen innerhalb der letzten 2 Wochen vom Pazifik Richtung US-Küste und brachten dort Regenmengen, so viel wie ich es in den letzten Jahren nicht gesehen habe. Kalifornien kennen wir aus den letzten 4 Jahren vor allem bei dem Thema Dürre und bei dem Thema Waldbrände. Jetzt hat es kräftig geregnet, leider 17 Todesopfer bisher zu beklagen. Und wir sehen die Bilder von diesen Überschwemmungen. Aber dieser Regen ist auf der anderen Seite auch enorm notwendig, um die Wasserreservoirs aufzufüllen. Hier ein Bild aus dem November 2022, also etwa 1,5 Monate alt, vom größten Stausee Kaliforniens. Aktuell, Stand heute, trotz dieser Regenmengen, haben sämtliche Stauseen in Kalifornien einen Füllstand von immer noch knapp unter 50%. Es wird in den nächsten Tagen dort noch weiter regnen. Und jetzt kommen wir zu uns. Auch bei uns wird es weiter regnen. Und ein Wort habe ich übernommen von den amerikanischen Kollegen. Atmosphärischer Fluss. So sagen sie es dazu, wenn viele Regenwolken wie auf einer Autobahn Richtung Kontinent strömen und diesen Regen abladen. Genau das passiert bei uns auch in den nächsten Tagen. Ganz aktuell fällt schon wieder im Nordwesten unseres Landes neuer Regen. Der breitet sich aus und mit diesem Regen kommt auch Wind auf den Bergen in den Mittelgebirgen. Morgen früh, morgen Vormittag, morgen Mittag Sturmböen bis sogar einzelne Orkanböen, zum Beispiel auf dem Brocken im Harz. Es gibt morgen einen stark bewölkten
und einen ziemlich verregneten Tag. Die Temperaturen nachts minus 1 Grad am Alpenrand, sonst ziemlich mild mit plus 2 bis plus 10 Grad. Und tagsüber liegen die Höchstwerte meistens bei 8 bis 13 Grad. Zu den weiteren Aussichten. Der Freitag bringt anderes Wetter, Aprilwetter. Zwischendurch also durchaus mal blauer Himmel, ein paar Sonnenstrahlen. Aber Schauer und Gewitter ziehen ins Land an der Nordseeküste, weitere Sturmböen. Und der Samstag ist dann eher wieder auf der bewölkten Seite. Es kommt neuer Regen, und zwar herangeführt von diesem atmosphärischen Fluss. Es bleibt auf jeden Fall Oll weiter. Olles Wetter. Vielen Dank, Carsten. Und die Frage, wie will die Ampelkoalition die Verkehrswende schaffen? Darüber diskutiert Sandra Maischberger jetzt gleich unter anderem mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Und morgen begrüßt sie Helge Fußt hier zu den Tagesthemen. Und mit der nächsten Tagesschau melden wir uns dann wieder gegen 0:05 Uhr. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.